Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Standorte für neue Flüchtlingsunterkünfte. Senat entscheidet am Dienstag. Rekordzahlen beim Tourismus. Berlin knackt 30-Millionen-Grenze. Und das Wetter, es bleibt erst einmal kühl und trocken, das ändert sich dann aber pünktlich zum Wochenende mit steigenden Temperaturen und Regen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Donnerstag, den 18. Februar 2016. Berlins Regierungschef Michael Müller hat Vorwürfe zurückgewiesen, dass Wahlkreisinteressen die Standortwahl für Flüchtlingsunterkünfte beeinflussen würden. Die Liste werde weder aufgrund einzelner Wahlkreisinteressen verändert, noch auf besonderen Wunsch einzelner Bezirke, sagte Müller im Abgeordnetenhaus. Es sei falsch zu glauben, dass man mit dem ganzen Thema der Flüchtlingsaufnahme parteipolitisch punkten könne und dass das jemand im Senat tun wolle. Am kommenden Dienstag sollen die Standorte für die modularen Unterkünfte im Senat beschlossen werden. Berlin bereitet sich damit darauf vor, dass die Flüchtlingszahlen bald wieder deutlich steigen könnten. Derzeit kommen laut Sozialverwaltung pro Tag etwa 200 Menschen an. Es könnten bald aber wieder 600 sein, sagte Müller. Deswegen seien schnelle Entscheidungen wichtig, genauso aber die Diskussion über geeignete Standorte. Darüber werde auch mit den Bezirken gesprochen. Der Berlin-Tourismus hat einen neuen Rekord erreicht. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 30 Millionen Übernachtungen gezählt. In den letzten 5 Jahren sind die Zahlen damit um fast 10 Millionen gestiegen. Von Januar bis November 2015 kamen nach Berechnungen des Statistischen Landesamtes rund 11,4 Millionen Gäste in die Stadt. Das waren 4,4% mehr als 2014. Jeder dieser Gäste kommt also durchschnittlich auf 2,6 Nächte in Berlin. Der Anteil der Übernachtungen deutscher Gäste ist mit knapp 55% am höchsten. Aber auch die Zahl der Besucher aus dem Ausland nahm kontinuierlich zu. Davon entfielen mehr als 2/3 auf Touristen aus Europa. Mit 1,5 Millionen kommen die meisten Gäste aus dem europäischen Ausland aus Großbritannien. Mehrkosten durch das Warten auf einen Termin bei einem Berliner Bürgeramt könnten aus Sicht des Senates durch Eigeninitiative vermieden werden. Da ein Umzug in der Regel mehrere Monate im Voraus feststehe, sei es jedem Bürger möglich, sich rechtzeitig um einen Termin zu bemühen, antwortete die Innenverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion. Gefragt wurde, wer für die zusätzlichen Kosten etwa bei der Telefongesellschaft aufkomme, wenn nach einem Umzug die neue Meldebescheinigung nicht rechtzeitig vorgelegt werden könne. Bezirke und Senat würden kontinuierlich daran arbeiten, die Situation in den Bürgerämtern zu verbessern, hieß es weiter in der Antwort. Um die Abgeordnetenhauswahl 2016 zu sichern, werde auf die zügige Bearbeitung von An- und Ummeldebegehren besonderes Augenmerk gelegt. In ganz Berlin sind die Bürgerämter seit langem überlastet, was auch mit Einsparungen beim Personal und dem starken Zuzug in die Hauptstadt zusammenhängt. Außergewöhnliche Leistungen in der Mitarbeiterorientierung. Die Berliner Verkehrsbetriebe gehören zur Gruppe der Top Employers Deutschland 2016. Die Zertifizierung durch das Top Employers Institute belegt, dass Deutschlands größtes Nahverkehrsunternehmen hervorragende Bedingungen für seine Beschäftigten bereithält. So schaffe die BVG ein Arbeitsumfeld, das nachweislich sowohl die persönliche als auch die professionelle Weiterentwicklung der Mitarbeiter fördert, hieß es. Besonders hervorgehoben wurden die Leistungen der BVG in den Kategorien Talentstrategie und Personalplanung. Bei den Berliner Verkehrsbetrieben arbeiten insgesamt 13.600 Menschen aus über 50 Nationen. Und wir kommen zum Sport. Die Basketballer von Alba Berlin mussten am gestrigen Abend eine 83-90 Heimniederlage gegen Würzburg hinnehmen. Viel Zeit zum Trübsalblasen bleibt für die Spieler von Trainer Sascha Obradovic glücklicherweise aber nicht, denn bereits am Samstag steht das Halbfinale im Pokal auf dem Programm. Beim Final Four in München treffen die Berliner auf Frankfurt. Im Falle eines Sieges wartet im Finale dann der Sieger der Partie Bamberg gegen München. Die Albatrosse konnten den Pokal zuletzt 2013 und 2014 gewinnen. Die 6 Berliner Profiklubs und die Senatsverwaltung haben ihr Programm Profivereine machen Schule seit dem vergangenen Herbst den aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen angepasst und unterstützen seitdem zusätzlich den Schulunterricht in und mit den Willkommensklassen. Derzeit profitieren ca. 500 Flüchtlingskinder in 39 Berliner Willkommensklassen von dem Angebot.
Bildung ist ein wichtiger Bestandteil der Integration und Sport auch. Und das hat man eben gesehen, dass die Kinder über den Sport in Verbindung kommen, also dass Brücken geschlagen werden, dass Werte vermittelt werden, sie Selbstbewusstsein erlangen. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig dann auch für andere Bereiche des Lebens. Und hier bei den Übungen, das war ganz klar, war völlig egal, welchen Hintergrund das einzelne Kind hat. Es ging um die Sache, es ging um die Übung und es ging um den Spaß. Und das ist der besondere Integrationsanteil des Sportes. Für den DEL-Rekordmeister geht es nach der Nationalmannschaftspause nun auf die Zielgeraden der Hauptrunde. Aktuell grüßt das Team von Trainer Uwe Krupp noch von der Tabellenspitze. In den letzten 8 Hauptrundenpartien geht es für die Berliner nun darum, die bestmögliche Ausgangsposition für die Playoffs zu erreichen. Dafür stehen mit Abwehr- und Nationalspieler Frank Hörtler und Verteidigungsneuzugang Milan Jocina 2 Defensivspezialisten zur Verfügung. Der 32-Jährige wird am Freitagabend seinen Einstand in Wolfsburg feiern. Das nächste Heimspiel bestreiten der NHL-erfahrene Verteidiger und sein neues Team am kommenden Dienstag gegen Krefeld. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht bleibt der Hauptstadthimmel in weiten Teilen klar, die Tiefstwerte liegen dabei um die 0 Grad. Auch am Wochenende bleibt es die meiste Zeit gering bewölkt und dementsprechend niederschlagsfrei. Die Tageshöchstwerte liegen bei 5 Grad. Und der Blick auf die kommenden Tage. Ab Samstag muss wieder vermehrt mit Regen gerechnet werden. Die Höchstwerte liegen dann bei 6 Grad. Ab Sonntag macht das Quecksilber noch einmal einen Sprung nach oben und wir bekommen milde 10 bis 11 Grad. Dazu bleibt es aber wolkenverhangen und regnerisch. Das waren die Nachrichten für heute. Ihnen noch alles Gute und bis morgen.